der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Glück zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. Einen Wolf und Nebel verwandelt. Er liebt die Nacht. Er schlürft das Blut von jungen Frauen und lebt ewig. Der Burgherr des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula, ist auferstanden. So peaceful and prosperous. A country where children were as free as the wind. A country where harmony ruled through the hearts of all men. Peace. A kingdom ruled by the wisdom and charity of its six powerful priests. An empire watched over and blessed by the enchanting aura of its two beautiful goddesses. Peace. The seemingly tranquil paradise suddenly pulled from the height of its civilization to the empty abyss of infinite isolation. How could such a land of promise simply vanish from the face of the planet? How could such prosperity be forgotten? The legend has been silenced for over 700 years. And now, the mystery unfolds.